nicht nötig. Ich begrüße Sie zu dem zweiten Panel des heutigen Abends. Das erste war der Frage gewidmet, wie die Situation grundsätzlich sich ein Jahr nach der Annexion darstellt, dass sich die Welt verändert hat. Nun schärfen wir den Fokus ein bisschen und schauen unter dem Titel Auf dem Weg in ein neues Land, genauer in die Ukraine. Wollen wissen, was hat sich verändert in diesem einen Jahr? Und wir werden im Laufe dieser Diskussion auch herausarbeiten, was sich an unserer Wahrnehmung, an der Wahrnehmung der Deutschen und der Öffentlichkeit Europas verändert hat. Denn auch da gibt es ja einiges zu analysieren. Und wir haben Gäste aus den Ländern, die unmittelbar mit der Ukraine verbunden sind. Jacek Kuchaczyk aus Polen, der aus einem Land kommt, wo die letzte große, Millionen Menschen zählende Freiheitsbewegung erfolgreich war. Die Solidarność, die 1979-80 zerschlagen wurde, zunächst mit einem Kriegsrecht. Und wir feststellen konnten, dass einige der Diskussionen, die wir 1979-80 in den deutschen Medien hatten, das sind Faschisten, Antisemiten und so weiter, plötzlich wieder aufgetaucht sind. Polen hat eine Erfahrung, auch eine tragische ukrainisch-polnische Vergangenheit, die Polen ein bisschen als Dolmetscher in den letzten Monaten in der Europäischen Union hat auftreten lassen. Dann zu meiner Linken Marie-Louise Beck aus Deutschland, die vorhin schon von Lilia Schewzowa gelobt wurde, aber ich darf das als Staatsbürger auch mal machen. Immer wenn ich das Gefühl hatte, also langsam wird es peinlich. Langsam muss ich mich schämen, trat Marie-Louise Beck auf den Plan und rettete die Situation. Das war so. Marie, ich bin in keiner Weise in irgendeiner Form verpflichtet, das zu tun, aber das kann man ja mal sagen. Das war so während des Bosnienkrieges. Das war so während der kafkaesken Prozesse gegen Michail Chodorkowski. Und das ist in vielen anderen Situationen, die vorhin angedeutet wurden, rund um Nawalny und andere, ebenfalls der Fall gewesen. Und ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, in der Grünen Partei die Positionen zu vertreten, die du in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit vertreten hattest. Und auch im Zusammenhang mit der Ukraine ist Marie-Louise Beck eine derjenigen, die wenigstens hinfährt, guckt. Und aus diesem Punkt, Rebecca Harms, weiß ich auch, es gibt einige, selbstverständlich, leider sitzt die jetzt nicht auf dem Podium, sonst würde ich das ihr auch sagen. Ja. Das ist etwas, was in der allgemeinen und sehr, sehr schnellen Politikerschelte, die politische Klasse habe doch keine Ahnung und versage permanent, häufig untergeht. Und das soll auch mal gesagt sein. Und dann ist aus Russland Evgeny Gontmacher hier, der eines der Gesichter einer Politik ist, die man überhaupt nie mit Russland assoziiert. Nämlich ein sozialpolitischer Denker, einer, der sich mit Fragen wie Sozialpolitik, Altenpolitik, aber auch mit Modernisierung beschäftigt. Einer derjenigen, der große Hoffnungen auf die Modernisierungspartnerschaft und Modernisierungsperiode unter der Präsidentschaft von Medvedev setzte und ich vermute auch relativ desillusioniert im September 2011 war, als Putin sagte, und im Übrigen, der König tritt auf den Posten zurück, als diese wunderbare, skurrile russische Rochade durchgeführt wurde.
Und da ein Prinzip sowohl der Bölls auch von unserer Zeitschrift Osteuropa lautet, wir reden nicht über die anderen, sondern wir reden mit ihnen. Last but not least, Svetlana Salischuk, die mindestens drei Funktionen gleichzeitig repräsentiert. Journalistin, NGO-Aktivistin, eine derjenigen, die vor ein bisschen mehr als einem Jahr Mustafa Nayemf Aufruf, ich gehe auf den Maidan, wer kommt mit, gefördert, unterstützt, mobilisiert haben, selbst dort war und durch die wahnsinnige Mobilisierung, die erstmals in Ostmitteleuropa wieder an diese Millionenbewegung der Solidarność anknüpfte, plötzlich zu einer politisch aktiv Handelnden wurde, was ja den Maidan auszeichnet, dass sich Menschen selbst befähigt haben zu handeln. Und seit Oktober ist sie über die Liste des Blocks Petro Poroschenko Abgeordnete in der Werchowna Rada. Natürlich geht die erste Frage an Sie. Es ist ganz schwierig, Gesellschaften in organischen Begriffen zu thematisieren. Aber vorhin in der ersten Diskussion wurde das zum Teil auch gemacht, dass gesagt wurde, naja, diese Ostgebiete, Luhansk und Donetsk, sind unter Umständen wie Wunden, die den ganzen Organismus vergiften. Machen wir mal eine Anamnese, eine Untersuchung des Patienten Ukraine. Wo stand die Ukraine vor einem Jahr? Wo steht sie heute? Thank you so much. You named three of my capacities, but you didn't mention the fourth one. And who haven't figured out yet, I'm a representative of Ukrainian junta. This is how we look like. It's the fifth one, but we don't try to mention it. Well, to be honest, I regret that I'm here. I regret that we conduct this conference, because I would like we have some other topics, and we would be somewhere else. But unfortunately, we are at this spot and this time, not only we Ukrainians, but all together with Europeans and the whole world who is thinking, so what's going to be next? And I'm going to tell you that actually Soviet gravity, which is embodied into the Russian ambition to rebuild its empire, which is embodied into the Russian ambition to create Eurasian Union, keeps on to be the strongest power in the region that keeps on redrawing the boundaries on the map. And yes, Transnistria and South Ossetia and Abkhazia and now Crimea and Donbass are the victims of this gravity, of this most powerful force in the region. And it is an open question of how many countries will be deorbited by Moscow. And in my opinion, I'll have to say that I think it much will depend on whether West is ready to reconsider its approach towards Russian neighboring countries as to the sphere of its legitimate interest. There's no justification to justify Putin's fear of NATO and EU system on its border by blocking an independent country's choice to choose its friend, especially, even and especially if it is European Union and NATO. Well, in fact, Ukraine has to win two wars. And one is in the East, one is a war with Russia, but another one is an internal fight against corruption, against rotten institutions, post-Soviet old system. And I think it's the most important victory that has to take place
in people's mind, in people's habit, in people's culture. Both fights actually are an attempt to break up with Soviet past, to overcome its gravity. The walls had fallen, but who said they can't be erected again? There is an essential interdependency between these two battles, and the war in Donbas is very difficult. With war in Donbas, it's very difficult to launch the reforms. But at the same time, without the reforms, it's just impossible to win the war in Donbas. Because in the end, this reunion of our territories in a longer term perspective will be based on just people's wish to live better life. And it's up to current president and government and parliament to create, to ensure this better life. Conditions to implement reforms in Ukraine become increasingly worse, and especially taking into account economic crisis and humanitarian situation. I think when we use these words, hybrid war, we probably overestimate the place and the weight of hybrid in these two words, and underestimate the word a war. Because I would like, thank you, I would like to tell you that as a result of illegal annexation of Crimea, Ukraine lost its territory that equals to half of Estonia. And Crimean Tatars, and I'm talking about 250,000 of people, they lost their motherland again. And being a Tatar, a Crimean Tatar, is already a danger itself. These people, this ethnic minority, lives in a constant pressure, repressions of all kinds, religious, economic, political, social. Do we pay enough attention to this problem in the region? Now, I would also like to mention that two regions of Ukraine, Luhansk and Donetsk Oblast, equals to half of the territory of Lower Saxony, for example. 2 million people that remain there very often don't have just simply gas, electricity, water, access any kind of money. It's not just a small conflict, it's some luxurious, I don't know, fight somewhere, but it's a real conditions of the war, and we have to take into our mind. Let me also mention that we have 1 million people that already internally displaced people. Can you imagine when 1 million people lost their houses, their transport, their jobs, their business, they left their kindergarten, schools, and everything else. And now they live in Ukraine, and the current government, current parliament, has to take care about those people. Well, nevertheless, despite this scale and magnitude of the humanitarian disaster, Ukraine needs to move forward. And hybrid war cannot be finished with the hybrid peace, but even more, this economic disaster cannot be finished with the hybrid reforms. That's why changes to be drastic, radical, fast, and comprehensive. Well, recently, IMF assessed Ukraine's total budget deficit at more than 10% of GDP. And the public debt is skyrocketing, and we had approximately 41% of GDP in the end of 2013, but these days it's approximately more than 60% of GDP. Ukraine has entered, as you know, a depreciation inflation cycle, and at the exchange rate falls, more banks are collapsing. I would like to give you just a small example. As a member of the parliament, it's usually impressed people, as a member of the parliament I earn 150 euro a month, not 1,000, 160 euro a month. And believe me, much more people in Ukraine, millions of people, dozens of millions of people live even worse life and have even less resources to survive themselves and to support their families. There is a small passage that in my speech that has certain optimism, although it's only two sentences. Last week, we had some good news from IMF,
that they promised to give us $40 billion given for 4 years in the frame of so-called extended fund facility, together with very strict demands for obligatory painful reforms package. And I believe that it has certain potential to become a Marshall Plan for Ukraine. I would like to underline that international role in Ukrainian crisis is crucial, but not only when it comes to finance. I mean, money doesn't have to become a ransom for the lack of the real leadership. Ukrainian fight against Russia aggression is a battle against, or rather, yes, for European values. And the solution of the conflict, together with economic success in Ukraine, will be about the development of the whole region, will be about the success of the future European idea. And ultimately, it is about also the future of Russia. I have to say that to overcome Soviet gravity is not impossible. And more than I wish Ukraine to become a real European democracy, I wish even more for Russia to become a real democracy, because in that case, we'll be able to build this peace in our region. Thank you. Schönen Dank, Svetlana Salischuk. Jacek, nimmt man 1989 als Ausgangspunkt, war die Wirtschaftskraft der Ukraine damals größer als die Polens. Und niemand hat 1989 sich in Polen vorstellen können, dass dieses Reformpensum aus dieser dramatischen sozioökonomischen Lage absolviert werden könnte. Und die Polen waren damit konfrontiert, dass ausgerechnet diejenigen, die die Freiheitsbewegung angeführt haben, nämlich die Werftarbeiter auf der Leninwerft, die ersten waren, die arbeitslos wurden, die rausgeschmissen wurden. Wie stellt sich denn aus Ihrer speziellen polnischen Perspektive die Lage in der Ukraine angesichts Ihrer Reformerfolge in Polen dar? Ist die Lage in der Ukraine hoffnungslos, aber nicht ernst? Thank you for this question. And thank you for inviting me to this great discussion. There are so many parallels that you can draw between Poland, or at least we tend to draw back in Poland between Poland and Ukraine on so many historical planes that I think it would take me quite a while to talk about them all. Timothy Snyder already mentioned some of the historical memories and parallels, and obviously when we speak some of the Kremlin rhetoric against the Ukrainian state, we think about Poland between wars and how it was, its statehood was questioned. So from this point of view, we feel a certain solidarity with Ukrainians against this propagandistic attacks. More directly to your questions, Polish solidarity movement, failure at first after the martial law was imposed, and then less than 10 years later, a successful movement which first liberated Poland from communist dominance and then helped the transformation of the entire region. I think it's also a good way of thinking about Maidan, and many people in Poland were actually so impressed with Maidan and its achievement, its peaceful revolution in the name of Europe and European values. And we naturally tend to think that Polish people and Polish government should support Ukrainian reform movements because of the similarities in our histories, but also because for pragmatic reasons. And we have always thought that the new post-1989 order in Europe is only secure when there is a strong, independent Ukraine which observes
European standards, European rules. So in a way, this is on both values and interests. Poland wants Ukrainian reforms to succeed. Also, the parallel with Polish reforms and Ukrainian reforms, I have to say, when I look at we had 25 years of transition in Poland with lots of discussions about what went right, what went wrong, a lot of soul searching, what we could have done earlier about the lessons of this transition. But I think the overall direction of this debate was that Poland was successful and that Polish transformation and especially its European integration contributed to stability in Europe. And if you think about how Europe would look today without Central Europeans being the members of the EU, being part of this Eastern gray zone, I think that we would all agree that the whole Europe would be much worse off if there was not this, in a way, leap of faith that Poland and other Central Europeans can become full members of European community, of transatlantic community. And I think that the most general lesson from the Polish experience is that we need to have similar faith in the ability of Ukrainians to conduct reforms, to use the energies of the Maidan in order for Ukraine to become, well, let's say it, maybe a future member of the European Union, even though now Europe doesn't have this kind of open-mindedness and generosity that it demonstrated towards Poland. Even I just remind you one thing, that the visa requirement for Poles was abolished in 1990, and to some European countries in 91. We didn't have to wait for so many years, and Ukrainians are still waiting for this tangible proof that Europe, the EU, is open to and is serious about integrating Ukraine within European structures. So one thing is, I think that if you look about Polish experience and all the ups and downs of our both domestic reforms and also of our integration with the EU, you first of all realize that it was worth it. It was a good investment for Poland, but also for Europe. But also you realize how difficult this reformatory process was. We also had a big problem with corruption for many, many years, had lots of different problems. But what is also important to remember that Ukrainians are doing this reformatory process in much more difficult conditions, not only because Europe is itself in crisis and less generous, but also because there is a real war going on there. And it's the country is under attack from Russia. That's I think that's the most important thing to remember. And that's where parallel ends. And I think that we, in addition to helping the reformatory package, we need to help Ukraine defend itself. And this is, I think, my last message. I think it's both short-term and long-term challenge for the EU and the transatlantic community to help Ukraine defend its sovereignty, its integrity, in view of this real war. Because I agree, the metaphor of two wars is tempting, but it's really that there is one real war when people are shooting at each other, people are dying, civilians are dying. And I think that in a way, we should understand the difficulties of the process and show good faith and patience towards Ukrainians who try to defend their country and reform it at the same time. So that's my message here. Schönen Dank, Marie. Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch aus der deutschen Perspektive. Bei allen Problemen, die diese Metapher, dass wir zwei Kriege führen, in der Tat hat, weil damit man natürlich auch gleichzeitig den Krieg, den echten Krieg im Osten verharmlosen könnte, was wir auf keinen Fall wollen, stellt sich doch die Frage, wie kann man dieses Dilemma der Gleichzeitigkeit unter einem aufgezwungenen Krieg eigentlich lösen? Ralf Füchs hat in seinen
einleitenden Bemerkungen 4 oder 5 Stichworte genannt, die Svetlana auch teilweise berührt hat. Dramatische Inflation, Einbruch der Volkswirtschaft, verschärfende soziale Krise, die Svetlana eben zum Beispiel mit Obdachlosigkeit 1 Million Binnenflüchtlingen oder so illustriert hat. Nationalistische Mobilisierung gegen einen Reformkurs der Regierung Poroschenko. Die Luft wird dünn, hat Ralf Füchs das genannt, für liberale Kräfte. Wo fangen wir an? Es gibt sicherlich keinen Anfang und kein Ende, aber es gibt Punkte, die man benennen kann, die gleichzeitig avisiert und bewegt werden müssen. Und ich möchte als erstes den Blick auf uns werfen, und zwar nicht nur auf Deutschland, obwohl Deutschland sehr wichtig ist, sondern auf Europa, im engeren Sinne die Europäische Union. Denn immer wenn in der Ukraine gesagt wird, wir kämpfen doch für eure Freiheit, habe ich das Gefühl, fällt das eigentlich hier in ein schwarzes Loch. Das ist ein Satz, der hier gar nicht verstanden wird. Und man denkt, worüber reden Sie eigentlich jetzt? Die haben da ein Problem in der Ostukraine. Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, wir, und das ist vielleicht das Recht, darf ich mir in der ersten Runde jetzt nehmen, dieses Jahr mit dieser existenziellen Auseinandersetzung in der Ukraine hat gleichzeitig uns in Deutschland und auch in der Europäischen Union einen Spiegel vorgehalten, der uns dazu zwingt, ganz neue Gesichter anzuschauen, die wir vielleicht nicht so gerne anschauen mögen. Und von denen möchte ich ein paar aufzählen. Das erste, und Timothy Snyder ist eigentlich derjenige, der mit seinem Buch Bloodlands, und er hat es ja geschrieben, bevor der Krieg in und um die Ukraine begonnen hat, eigentlich mit diesem Buch Bloodlands viele dieser Gesichter uns aufgezeigt hat. Deswegen fange ich mit Deutschland mal an. Dass es in Deutschland so leicht gewesen ist und so viele gegeben hat, die so schnell bereit waren, und ich glaube, es ist sehr stark unser Milieu, das linksliberale, alternative, grüne Milieu, diesen Maidan zu denunzieren als unterwandert durch faschistische Kräfte, antisemitisch geprägt, sehr schnell auch bereit zu sein, den Mythos aufzunehmen, dass eigentlich die Amerikaner hinter der ganzen Angelegenheit stecken. Das hat gezeigt, dass wir doch noch mal, gerade wir in Deutschland, die wir ja so gerne reklamieren, dass es kein Land gäbe, das sich so intensiv mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt hätte wie wir. Und ja sogar immer sagen, wir hätten sie bewältigt. Dass wir doch noch mal, gehe zurück auf Los, machen müssen und noch mal unser Verhältnis zu dieser Ukraine anschauen müssen. Und was kommt da zum Vorschein? Wir haben irgendwie verstanden, es gab ein Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus mit einem Überfall auf Polen. Und es ist weggerutscht, die zweite Seite, nämlich dass dieser Überfall mit einer Absprache mit dem zweiten totalitären System möglich wurde. Ich glaube, dass ein einigermaßen gut ausgebildeter Schüler der Oberstufe den 1. September vielleicht schon kennt, aber den 17. September nicht mehr. Und ich weiß nicht einmal, wenn wir die deutschen Parlamentarier fragen würden, was denn am 17. September los war, ob es dafür ein Bewusstsein gäbe. Die Tatsache,
dass es sehr wohl ein historisches Verständnis gibt für die deutsche Schuld und damit die Verantwortung für die Verbrechen in der Sowjetunion und dann aber offenbar nicht mehr geistig nachvollzogen ist, dass das nicht heute aufzulösen ist gegenüber einer historischen Verantwortung gegenüber Russland. Dass bis hinein in unsere Medien und unsere politischen Eliten gedacht wird, ist gar keine Bösartigkeit. Und ich höre so etwas oft. Willst du etwa, wenn du so kritisch gegenüber Russland bist, und ich bin ja kritisch gegenüber Putin und nicht gegenüber Russland, wenn du so kritisch gegenüber dem Kreml bist, denkst du bitte mal an die 27 Millionen getöteten Russen. Und es ist einfach unbewusst. Es ist unbewusst, dass dieser Krieg gegen die Sowjetunion damals und gegen die Rote Armee stattgefunden hat auf dem Boden eines heutigen Baltikums, eines heutigen Belarus, einer heutigen Ukraine. Und zwar nicht nur die Shoah, sondern auch diese vielen Verbrechen gegenüber der ukrainischen Bevölkerung, die nicht jüdisch war. Und ja, da hat es Kollaboration gegeben. Aber sind wir denn die Ersten, auf die Kollaboration hinzuweisen? Oder kommt da so etwas zum Vorschein, wie manchmal gegenüber der Debatte wie in Israel? Haltet den Dieb. Die Israelis sind doch auch nicht besser. Guckt doch mal, wie sie mit den Palästinensern umgehen. Ein israelischer Analytiker hat das Schuldabwehr-Antisemitismus genannt. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Kälte, die es gegenüber der Ukraine gibt, und das Aufsaugen, geradezu das Aufsaugen, dass sie zum Teil selbst schuld sind, dass man ja auch nicht weiß, welche Rolle die Oligarchen spielen. Das ist doch auch nicht so, dass sie doch nicht so einen Zirkus machen sollen. Sie können doch schließlich neutral bleiben. Warum akzeptieren sie denn nicht eine Rolle zwischen Moskau und Berlin? Und außerdem, wie gesagt, diese Faschisten da, dass das etwas hat, wo wir eine projektive Abwehrreaktion haben und nicht hingeschaut haben, was Timothy Snyder uns lehrt. Die deutsche Wehrmacht, unsere Väter, die SS in der Ukraine. Auch mit den Facetten der Kollaboration. Jawohl, Bandera soll jetzt hier nicht wegdiskutiert werden. Das alles, glaube ich, müssen wir uns noch mal anschauen, denn ich suche danach, du hast ja vorhin Bosnien genannt, ich suche danach, weshalb es diese Kälte gibt in Deutschland. Das war mit Bosnien anders. Es war auch bei Bosnien gelungen, eine Situation herzustellen, dass nicht wirklich klar über eine serbische Aggression gesprochen wurde, sondern es gab diesen weit verbreiteten Spruch, wenn die sich da unten gegenseitig den Kopf einschlagen wollen, dann können wir es leider auch nicht ändern. Also diese Ununterscheidbarkeit, die diesmal mit russischer Propaganda in einem Maße hergestellt wird, dass einem die Ohren wackeln, diese Ununterscheidbarkeit gab es bei Bosnien auch. Aber es gab einen Wärmestrom in der deutschen Bevölkerung. Die Menschen waren bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Sie haben gefragt, was können wir tun? Sie haben LKWs vollgepackt, sie sind losgefahren. Überall passierte etwas und in der Ukraine gibt es ganz viel Kälte. 1 Million Flüchtlinge wieder mitten in Europa. Man muss sich das mal vorstellen. Mitten in Europa. Und wir tun so, als ob es fast noch weiter wäre als Syrien. Das beschäftigt mich sehr. Und ich glaube, das ist Deutschland. Wir müssen noch mal über uns diskutieren. Wir müssen über uns als Linke diskutieren. Denn es ist keine Frage, dass wir ein Stück aus der Linken
die Stichworte kamen. Wir müssen darüber diskutieren, dass Pegida, die wir so stark verurteilen, aber bei diesen Demonstranten russische Fahnen getragen werden. Um nicht zu sagen Georgs Fahnen. Ich glaube, auch das konnte man da sehen. Also dieses politische Durcheinander. So, das sind wir. Und jetzt habe ich schon zu lange geredet, aber das ist mir so ein großes Anliegen, das zu formulieren. Und dann kommt als konzentrischer Kreis drumherum die Europäische Union mit all ihren Zweifeln. Wer will eigentlich wen? Wollen die Südländer noch mehr nach Osteuropa? Dafür war ja die Nachbarschaftspolitik entwickelt, um uns die ein Stück auch vom Hals zu halten, also heranzuführen, aber auch vom Hals zu halten. Eine klare EU-Perspektive gab es ja nicht. Dann die Unterschiede, die Italiener, die sich mit Berlusconi und Herrn Putin gut verstanden haben. Und das sind dann alles die Puppen in der Puppe. Ich glaube, dass die Kanzlerin, das möchte ich jetzt hier doch noch mal sagen, mit einer großen Kraft versucht, dieses Europa zusammenzuhalten und dass sie das gut macht, dass sie da bei manchen Kompromiss hingenommen hat, wo wir gesagt haben, da hätte mal alles einen Zacken schärfer sein sollen. Aber diesen Triumph, Putin nicht zu gönnen, dass die EU auseinandergefallen ist, das ist, glaube ich, eine Menge wert und so etwas ist gegeneinander abzuwägen. Also, vielleicht setze ich nachher nochmal auf die Frage an, aber jetzt, dass die Einigkeit Europas, dass wir die Ukraine zu unserer Sache machen und verstehen, dass das kein leerer Satz ist, wir kämpfen auch um euch. Ich glaube, das ist erstmal, was wir als geistigen Boden brauchen, damit wir diesen Atem, bei dem wir uns ja alle einig sind, dass er Jahre brauchen wird, damit wir die Puste für diese vielen Jahre haben. Die Analyse stimmt hundertprozentig für die erste Phase des Konflikts in der Ukraine, stimmt hundertprozentig noch für die Phase der Annexion der Krim. Und sie wird, glaube ich, immer schwerer haltbar nach dem Abschuss der malaysischen Maschine. Da ist sehr viel in der deutschen Öffentlichkeit anders geworden und die Empathie gewachsen. Das wird auch im Zusammenhang mit der Friedens- oder mit der Waffenstillstandsmission von Frau Merkel sehr deutlich, wie in den Medien dann anders darüber berichtet wird. Aber das ist eine Fußnote. Bei der Frage, Jewgeni Gontmacher, warum hat das Putin, ein ganz enges, kleines, Putin-treues Milieu, die Entscheidung zur Annexion und dann die Entscheidung zur Invasion, Subversion, Infiltration der Ostukraine getroffen? Gibt es in Deutschland in der Regel vier Interpretationen. Die erste lautet: Russlands Elite fürchtet eine funktionierende Demokratie und eine Rechtsstaatlichkeit und einen funktionierenden Staat in der Ukraine. Die Putin-Führung will eine russische Ausgabe des Anti-Maidan, eine russische Ausgabe des Maidan verhindern. Drittens, die Reintegration des sowjetischen Raumes vorantreiben Richtung Eurasische Union. Und viertens, die Westorientierung der Ukraine in die EU und in die NATO verhindern. Nun sagte Svetlana Salischuk dagegen, der Erfolg dieses Krieges an zwei Fronten im Osten und gegen die alten Strukturen ist auch ein Kampf für die Zukunft Russlands. Wo stehen Sie denn da? Во-первых, хочу поблагодарить фон Бёле за такую интересную конференцию.
И то, что она сделана в память Бори Немцова, я с ним дружил более 20 лет, очень близко. Мы с ним работали в правительстве и последний раз организовывали конференцию в Москве в декабре, которая называлась «Европейский выбор». Да, «Европейский выбор». Я сейчас насчет Путина отвечу. Я просто хотел сказать, Манфред, насчет иллюзий. Вот вы сказали, честно говоря, вы так меня обижаете. И меня, Россию. Меня-то легко обидеть. А вот Россию это сложнее. Потому что Россия, понимаете, она бьется в конвульсиях уже начиная с времен Горбачева. Тогда были какие-то попытки реформ. К чему они привели, мы знаем. Были попытки реформ в начале 90-х. Проводил Ельцин, Гайдар. Тоже мы понимаем, что тот непорядок, который сейчас в стране, во многом с этим связан, с незавершенностью этих реформ. Собственно, очень похоже на то, что в Киеве сейчас планируют. А в начале 2000-х, между прочим, когда Путин только стал президентом, ну, он попросил господина Грефа сделать программу. Она была относительно неплохой. Ну, не получилось. Наконец, Медведев, да. Это было некое окно возможностей. И вы понимаете, в чем отличается оптимизм, да, от пессимизма. Пессимизм – это когда ты уезжаешь из страны. Мне это сделать достаточно легко. Я найду работу во многих разных странах мира. Вот, но я не уезжаю. Потому что, смотрите, рейтинг Путина сейчас до 85%, это правда. Это правда. Но 15%-то нет. И мы занимаемся вместе с Кудриным в Комитете гражданских инициатив, мы занимаемся как раз тем, что вот этим 15% людей это немало. Это немало. Вот Светлана подтвердит, в Украине, наверное, не 50% людей участвовало в ситуации на Майдане и вот в этих событиях. Есть некая элита, она небольшая, но которая является двигателем реформ. Так вот, 15% это оптимистично. Поэтому иллюзии, знаете, у меня есть иллюзии. И, кстати, Немцов у нас выступал на наших школах. Мы его встречали с молодыми в регионах деятелями общественного гражданского общества. Он им рассказывал о своем опыте, как он это делает, своими методами. Вот. Поэтому я бы сказал так, пока есть хоть какая-то минимальная возможность, я понимаю, что многие мои коллеги, например, Лилия Шевцова, они очень скептично к этому относятся. Они считают, что такой возможности уже нет. Но тогда я спрашиваю. А что в России? Смута? Революция? Я думаю, для Европы это будет большая проблема. Когда в России начнутся какие-то неконтролируемые события. Я не в том смысле, что я за Путина. Нет, конечно, я не призываю, что давайте мы его сохраним, потому что после него будет хуже. Да нет, конечно. Но тем не менее, просто это, мне кажется, очень важный фактор, что Европа должна и России тоже заниматься. По-другому. Не так, как это было в 90-е годы, не так, как было в 2000-е годы. Это сейчас уже видно. И я не хочу тут предъявлять какие-то свои претензии, как это все было. Тем не менее, мне кажется, какой-то поворот здесь должен определенно идеологически быть. Это связано, конечно, с событиями в Украине. Так вот, насчет Путина. С моей точки зрения, у Путина нет идеи создания нового Советского Союза. Ну вот, Светлана, потому что даже господин Назарбаев, господин Лукашенко, уж такие, казалось бы, люди, которые такого позднесоветского типа, они безумно боятся, когда покушаются на их суверенитет. Они очень боятся. Да, в экономике хорошо, у нас интеграция. Причем мы прекрасно знаем, мы делали доклад, что эта интеграция, она дает России только минус. Вот это евразийское, пока вот, которое проходит. А, так сказать, вот те страны, они очень сильно этим пользуются. В чем была проблема Украины? Конечно, Путин хотел Украину интегрировать в экономическое вот это пространство, потому что Украина большая страна с большими возможностями. Украина – это форпост в Европу. И, конечно, мы помним при президенте Януковиче российский капитал шел в Украину. Он скупал многие предприятия. Это был факт. Господин Зурабов, посол России в Украине, он, собственно, для этого был послан. Еще до Майдана, до всех этих там событий. Вот, но не получилось. Конечно, этот его план, как вот такой вот экономической интеграции с тем, чтобы быть на равных с остальной Европой. Потому что все-таки Россия плюс Украина, плюс Казахстан, плюс Беларусь, плюс там сейчас Киргизия, Армения, ну это небольшие страны. Но это сила. Можно с Европой разговаривать, например, о контрактах на газ, например, о ценах на нефть.
Не получилось. Ну, в силу тех событий, которые произошли в Украине, той революции, которая там, я вообще следил. Чуть ли в прямом эфире, мне это было интересно. Я свободно, я из Львова, свободно понимаю украинскую мову, польскую. Теж. У меня мама из Польши. Ну, вообще с Украиной у меня много чего связано. У меня мой дед, который носит мою фамилию, погиб во время погрома в 19-м году, когда Украина короткое время была независимой. В Винницкой области. Он похоронен в братской могиле. Даже как моя бабушка погибла во время Холокоста там же, на Украине. Я уж не говорю про польскую часть моей родни, которая вся погибла в Польше. Поэтому, конечно, для нас Украина важна. И я бы сказал так, что я, может быть, редкий в этом смысле человек из России, который реально интересуется, по мере моих возможностей скромных, тем, как вот реформы, как они задумываются в Украине, как они идут. Потому что у меня есть определенный интерес. Мы видим вот этот опыт постсоветских республик. Да? Ну, допустим, та же самая Молдавия, Молдова. Да? Мы видим опыт республик бывших советских, Центральной Азии. Ну, только Грузия, пожалуй, сделала какой-то прорыв, когда был президент Саакашвили. Но все остальные, я не считаю страны Балтии, ну, там понятно, там была большая национальная идея, они хотели вернуться в Европу, и они это реализовали. Но все остальные вот эти постсоветские республики, они, конечно, пытаются избавиться от вот этого советского Светланы действительно менталитета. А он в чем заключается? В том, что за нас все решит государство. Это большая беда. Это очень большая беда. 70 лет советской власти, правда, на Западной Украине было меньше. Там было фактически с 44-го года. Но все равно это такая беда, которая для России очень важна. Люди не умеют отстаивать собственные интересы. Люди не умеют объединяться. Хотя даже в России для этого есть какие-то законы, которые это позволяют вообще-то. Хотя сейчас произошло резкое ухудшение качества законодательства в отношении НКО. Но тем не менее. Я вот думаю, я уже заканчиваю, да, я думаю, что для России как раз шанс сейчас в чем появляется. Ну, как у нас говорят, не знаю, может быть, мои коллеги, которые здесь присутствуют, слышали, что в России сейчас начнется борьба между холодильником и телевизором. Потому что телевизор – это массированная пропаганда, которая там только про Украину и говорит, про фашистов, бандеровцев. А холодильник-то становится пустой. Потому что российская экономика, вы уж мне поверите, как экономисту, она вошла в очень длинный период спада. Очень длинный. Такого еще в истории, ну, по крайней мере, Путина, который в 2000 году стал президентом, такого не было. И я думаю, что через год-два, может быть, даже и в этом году, мы увидим ростки самоорганизации на социальной почве. Конечно, выходить с лозунгами, вот как выходил Борис, «Долой там эту власть» и так далее, может быть, еще пока не время. Но гражданское общество, оно у нас, по идее, должно родиться вот от этого чувства социальной самозащиты. Потому что надо куда-то деваться, надо спасать себя в условиях вот этих нарастающих социальных проблем, которыми я, собственно, занимаюсь. А там, я думаю, если не произойдет, конечно, никаких чрезвычайных ситуаций, к сожалению, в России мы сами видим, что все иногда в один день переворачивается, но если не произойдет никаких чрезвычайных ситуаций, я думаю, наше гражданское общество сможет оказать через там, ну, может быть, 2-3 года довольно существенное давление на власть. Довольно существенное давление, потому что люди просто будут требовать куска хлеба. Я бы так сказал. И вот наша работа по просвещению, по гражданскому образованию, она как раз для этого приспособлена, чтобы те люди, которые выйдут и станут этого требовать, чтобы они обладали какими-то качествами. Ну, гражданское общество должно быть профессионально. Профессионально. Пока в России, конечно, гражданскому обществу профессионализма не хватает. Вот, поэтому, да, надо, видимо, какой-то длинный период взять с точки зрения прогноза. Снова же, я не знаю, что в России, может быть, завтра что-то случится. Но я пока из тех тенденций, которые мы видим, это еще несколько лет. Но потом, наверное, какие-то события произойдут. И то, что Светлана сказала, Россия никуда не денется от демократии. Но она никуда не денется. Просто мы за это должны будем, видимо, какую-то цену заплатить в России, к сожалению. Посмотрим. Спасибо. Светлана, sowohl in dem ersten Panel als auch jetzt kristallisierte sich heraus, dass es primär darauf ankommt, die Funktionsfähigkeit des Staates wiederherzustellen. Die Gerichte müssen funktionieren. Die Verwaltungen müssen funktionieren. Die soziale Fürsorge muss funktionieren.
All das, was die Idee des Staates ausmacht. Wie stellt sich das denn in der alltäglichen Arbeit dar? Denn anders als in Polen haben Sie das Problem in der Ukraine, dass die gleichen Leute in den Staatsanwaltschaften sitzen wie zur Zeit des Maidan. Es sind die gleichen Leute in den kommunalen Verwaltungen verantwortlich und in den Ministerien, die eigentlich Energiereformen, Wirtschaftsreformen, Steuerschöpfungen vorantreiben sollen. Und das Korruptionsproblem besteht auch. Wie gehen Sie als Politikerin mit diesem Problem jetzt um? I would call the framework in Ukraine that even everything is not enough now. But and I have to say that live through Orange Revolution in 2004 and after Euromaidan, we clearly realized that it's not just enough to change the faces in the government. It's not enough to elect the new president. It's even not enough to vote for the new, very good European legislation. It's up to the institutions. It's up to the whole generation of bureaucrats who will be able, who will be skilled enough, knowledgeable enough to realize those new policies that we are voting for. And I have to say that in recent year, we adopted a lot of new legislation that are pretty good and evaluated by the European Union as best legislation in European Union. And I'm talking about anti-corruption policies. We created anti-corruption bureau. I'm talking about broadcasting system, public broadcasting system in media sphere, access to public information. We voted a particularly successful law. Then recently we voted for a judicial reform. But it's, once again, it's up to 3,500 bureaucrats that are stayed the same on all those levels. And it's up to changing their habits of dealing with this on a daily basis. So my point that it will take us not months and even not years, to be honest, but the whole generation in order to change, to feel these tangible results from the reforms. But at the same time, I have to say that I think that many of the speakers have mentioned that at the moment, Ukraine is not ready to fulfill it alone. We don't have enough of not just capacities, but resources. And many speakers have mentioned about the help that we need. And I would like to repeat it. It's about military arm, it's about weapon in order to defend us in the East. Because we lost the Baltseva after this Minsk II agreement just because we didn't have enough of arms, enough military resources. Then we need financial support. And let me remind you that IMF, indeed, they gave us $40 billion. But in comparison to Greece, which is a smaller, which enjoyed much less level of crisis and that didn't have a war in its territory, was given $240 billion. You should remember it. Then I want to mention that we need some help from European experts, from European Commission, in terms of building our institutional capacities in all of the institutions, in the ministries, in other bodies, just to bring people, to bring experts who would teach us, who will teach us to realize those policies. Also, with the liberalization regime. Yes, thank you, Jacek. I really appreciate that you mentioned it. And we hope that at the Riga summit in May, finally, visa for Ukrainians will be abolished. Because at the moment, only 12% of Ukrainians have ever traveled abroad. Can you imagine? Only 12%. And still those people by millions at Euromaidan were fighting for European idea. I don't remember how many other people with the flags of European Union died for European ideas. I don't know many other countries in European Union. These are the help and the scale of help that we need. So my point would be, alone we won't succeed. And that's why the role of European Union and the United States, once again, is crucial. Jacek, ganz... Jacek, ganz konkret gefragt aus der Perspektive eines Menschen, der im Institut für öffentliche Verwaltung auch arbeitet. Kann Polen beim Capacity Building die anderen Europäer davon überzeugen,
dass genau das der Schlüssel zum Erfolg in Polen während der Reformperiode war. Und wo sollen jetzt die Europäer vor allen Dingen das Hauptaugenmerk bei dem Capacity Building hinrichten? I think that the list of needs was mentioned here the list of needs of Ukraine is very long, and I think that the first challenge is actually to stabilize the economy. And yes, we need to think about long term. We need to be patient, but at the same time, there are two very urgent needs. One is to stabilize the economy and give the government the breathing space it needs to implement more ambitious package of reforms. And second need is the ability to defend itself. There is this discussion whether providing arms is a solution or not. For me, if Ukrainian government says that they need weapons to defend themselves, I think that they know what they are saying and that they're not saying it for nothing. So I would make a very strong case for this. As regards the institutional reform, experts are needed. I think that especially Poland can offer genuine experience of decentralization reform, not the phony calls for federalization that are coming from Russia, but the real transfer of power to local communities, which was one of the most successful parts of Polish transformations. But we have to be aware again that in Poland, after 25 years of transition, we still worried about the quality of our judiciary system. So let's understand, we won't deal with this problem all at once and all the problems. I think we need to adopt a long-term perspective and monitor the reforms to see that progress is being done. But as I'm saying, I think that the situation is so urgent and so desperate that we need to focus now on these short-term remedies, which are sorely missing. And I completely agree that this proportion between the assistance that went to Greece and what European Union is willing to offer Ukraine is mind-boggling. I think that's there's something wrong with Europe today if we cannot support Ukraine at this moment of need with adequate finances, not to mention other resources. Marie-Louise, selbe Frage. Ja, also zunächst mal wird es ein Wettlauf gegen die Gefahr, dass ein Staat einfach bankrupt wird. Und insofern ist es tatsächlich schon die Frage von kurzfristigen, schnellen Geldern. Und ich glaube, der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen, dass natürlich nicht zeitgleich mit der unglaublichen Geschwindigkeit ein belastbares System von Institutionen aufgebaut werden wird, dass nicht ein Teil dieser Gelder auch versickern werden. Aber das müssen wir in Kauf nehmen. Und deswegen habe ich eben auch so weit ausgeholt über die Frage, wozu sind wir bereit? Verstehen wir eigentlich, worum es geht? Dass es nicht darum geht, dass die imperialistische Europäische Union jetzt noch ein Stück Land kauft, ja, weil wir ja genau wie das russische Imperium mit den bösen Amerikanern im Rücken, von denen wir ja auch wissen, dass sie nie anders als imperial denken, wir also jetzt auch noch die Ukraine kaufen. So, also akzeptieren, es geht um einen nächsten Schritt nach Jalta, wieder ein Stück europäische Vereinigung, und dazu muss jetzt als Schritt 1 dafür gesorgt werden, dass Putin nicht einfach sich zurücklehnen kann, den Krieg ein bisschen am Köcheln halten, und die Ökonomie wird ihr eigenes tun, nämlich das
Herr Poroschenko wird verkünden müssen, wir sind pleite, keine Gehälter mehr im öffentlichen Dienst und kein Gas und keine warmen Füße mehr. So, das wäre, da braucht man nicht viel Fantasie, mache ich ein kleines Szenario, ein Maidan 3, da muss man nur noch neue Spezialkräfte engagieren. Man gibt ihnen schwarze Uniformen und schickt sie auf den Maidan. Und die Regierung Poroschenko, Janukowitsch, wird davon gejagt und es wird hilfreich aus dem Kreml dafür gesorgt, dass wieder für Ordnung gesorgt wird im Sinne des putinschen Plans. Also, kurzfristig müssen wir dieses Land finanzfähig halten. Das Zweite ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Wir können nicht nur auf öffentliche Investitionen setzen. Das ist, glaube ich, Polen bei allen Geburtswehen trotzdem gut gelungen. Es hat sich ein Mittelstand herausgebildet. Und auch das ist eine Lektion. Und Herr Gontmacher weiß das am allerbesten. Es geht nicht quasi nun ein durch den Westen Kapitalismus finanziertes eine Staatsökonomie, sondern es ist nicht zu haben unter dem Preis eines Aufbaus eines Mittelstandes in kleiner Start-ups, kleiner Ökonomien. Das ist nun alles so wahnsinnig schwierig, weil jetzt solche funktionierenden Unternehmen zum Beispiel daran scheitern, dass sie eigentlich aus der Krim beliefert wurden und sie ihre Produktion einstellen müssen und so weiter und so fort. Die Öffnung des europäischen Marktes ist aber natürlich einer dieser Anschub, einer dieser Incentives. Und als Drittes Visa-Liberalisierung, damit vielleicht die Menschen die Geduld bekommen, die sie brauchen werden, damit sie nicht zu Svetlana nach 2 Jahren sagen, Mädels, ihr habt das nicht gebracht. Ja? Übrigens bitte auch für Russland, damit in Russland verstanden wird, dass wir keinen Krieg gegen Russland wollen und dass wir nicht gegen die russischen Bürger sind, sondern dass wir Streit mit dem Kreml haben und das ist ein Unterschied. Und letztes noch, ich wünsche mir die Empathie. Das heißt, auch wir müssen hinfahren, Städtepartnerschaften, Projekte aufbauen, das, was mit Bosnien passiert ist. Wir müssen zeigen, dass wir die Ukraine als europäisches Land sehen, das wir auch wollen. Das, glaube ich, sind im Augenblick so die Rezepte, die ich im Köcher habe. Ich möchte noch einmal Svetlana etwas fragen, und zwar, wenn der Maidan etwas verändert hat, dann genau das, was Jewgeni Gontmacher, das Überwinden des Paternalismus, des sowjetischen Stils, alles vom Staat zu erwarten, obsolet gemacht hat. Denn tatsächlich haben sich die Leute selbst zusammengeschlossen. Und neben dem großen Wort, dass Kredite aus dem Westen, ob 17 Milliarden, 50 Milliarden, wie viel auch immer, gegeben werden müssen, die an Bedingungen gekoppelt werden müssen, stellt sich eine ganz banale Frage. Es gab schon einmal einen Aufbruch in der Ukraine, 2004, und da waren die Kräfte der Beharrung sehr stark. Und natürlich wird durch Korruption Geld verschwinden, aber der springende Unterschied des Maidan vor einem Jahr war doch, dass sich hunderttausende Leute plötzlich selbst ermächtigt haben. Was ist in dieser ukrainischen basisdemokratischen Bewegung eigentlich an Dauerhaftigkeit vorhanden? Kümmern die sich selbst weiter um den Kampf gegen Korruption? Kontrollieren die in Beziehung auf Medien, was passiert? Wie stark ist eine hochtraumatisierte Gesellschaft durch die Folgen des Krieges, durch die Flüchtlinge, durch den anhaltenden Gewalttransfer aus dem Osten zurück in die ganzen Familien, eigentlich in der Lage, Zivilgesellschaft
zivilgesellschaftliche Kontrolle auszuüben. Thank you for this question. Yes, you are right. In 2004, we lived already through a revolution. It was Orange Revolution. But the difference between 2014 and 2004 was the fact that that time we were fighting, we were standing for a new president. This time, for a new phase, basically. This time we were standing not for new faces in the politics, but for the new rules in the politics. And it was a defining, a key criteria, key characteristics of that Euromaidan. It was a very powerful injection in 2004 for people who understood that they can actually choose. Unfortunately, that orange government didn't deliver and didn't succeed with the dramatic reforms. But in 2014, we, having experienced censorship, we made the choice in favor of freedom of speech. Having experienced political persecution for those last 10 years, we chose political competition. And I think the main thing that we realized that we have a different identity. We made our choice. And it's not just the West or the East, but this identity is defined by the core values. It's freedom of speech, it's freedom of expression, it's freedom of assemblies. And I think it's the main thing that now, as a new generation of Ukraine, we have this identity. We chosen to be Europeans. This is the most sustainable thing in Ukraine, I would like to say. Yes, with reforms, it's a question to what extent and how fast they will be successful. But with identity, we're a European nation. We are European generation. And this is the main, the bottom line, the ground with what we start our movement to the West. You know, the name of the revolution was the revolution of dignity. And I think it's a very right word for that. I would like to mention one more thing. I also knew Boris Nemtsov. And last time I met him, he told me one very nice thing. He said, I remembered it very well. He said, you know what is the difference between political system in Ukraine and in Russia? It's that you have a choice. Now we are paying very high price for our knowing, for our choice, for our conscious choice. He also paid with his life, trying to bring the choice to Russia as one of potential, probably, next leaders, as one of the leaders of opposition. So I would like to just underline that our choice was conscious, and that's what gives us the hope that it is sustainable. Evgeny Gontmacher, mich würde noch mal aus russischer analytischer Perspektive interessieren, wie Sie eigentlich momentan die Summierung vornehmen, die das Putin-Regime wohl auch anstellt. Was hat Russland jetzt eigentlich gewonnen? Was hat Russland verloren? Okay. Mich würde noch einmal interessieren, wie heute die russische Elite dieses eine Jahr Revue passieren lässt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie man es denken könnte, und Sie argumentieren dann entweder in dieser Richtung oder dagegen, um klarzumachen, dass wir das falsch sehen. Man könnte ja sagen, das gesamte vergangene Jahr ist eine Katastrophe für das putinsche Regime. Was haben Sie gewonnen? Eine Krim, die subventioniert werden muss. Eine hochmarode Ostukraine mit Kämpfern, die Sie nicht mehr kontrollieren können, um den Preis von Sanktionen, die wirtschaftlich spürbar sind und eine wirtschaftliche Krise ausgelöst haben, die spürbar ist. Eine gigantische Isolation in Europa
und gegenüber den USA bei gleichzeitiger Wahrscheinlichkeit, dass dies anders als 2008 der Kaukasuskrieg keine vorübergehende Verstimmung, sondern eine ernste, seriöse Krise, Strukturkrise ist, die uns unter Umständen daran erinnert, dass wir in einer ähnlichen historischen Phase, nämlich in der Strukturkrise der Stagnationsperiode unter Brezhnev, schon mal etwas Ähnliches erlebt haben. Der Einmarsch in Afghanistan schien zunächst eine ganz blendende, erfolgreiche Operation zu sein und hat sich als der erste Sargnagel der Sowjetunion herausgestellt. Was für ein Kalkül nehmen Leute aus dem unmittelbaren Putin-Umkreis vor? Was für ein Kalkül stellen Sie als Ökonom und unabhängiger Analytiker an? Ну, во-первых, надо понять, кто такое ближайшее окружение Путина. Это само по себе большой вопрос. Наши политологи, я к ним не отношусь, они много спорят о том, а кто влияет на принятие решений. Вот, действительно. Ну, я могу сказать со своей стороны, что, конечно, прошлый год был негативный для России, и это, между прочим, осознают очень многие. Я уже говорил про 15%. Эти 15% входят не только люди в регионах, которые, ну, просто в силу каких-то своих давних демократических традиций, такие люди у нас еще остались с 90-х годов, не поддерживают этот курс, но вообще, например, бизнес. И малый бизнес, и средний, и даже крупный бизнес, он, конечно, сильно недоволен всей этой ситуацией, потому что, ну, например, санкции, мне тут пытаются некоторые мои оппоненты сказать, что они не влияют. Нет, конечно, влияют. Россия как раз является примером, когда санкции влияют быстро, в отличие от Ирана или там еще там каких-то примеров. Вот, поэтому, почему бизнес? Бизнес, малый бизнес закрывается. Просто, если сейчас вы посмотрите объявления в интернете, там идут сплошные объявления о закрытии малых дел, малых предприятий. Люди закрываются, потому что невыгодно работать, невыгодно работать. Потому что снижаются объемы экономики, снижается потребительский спрос. Ну, не буду об этом долго говорить, это такая классика. Мне кажется, здесь мы в чем-то вот с Украиной похожи, потому что тоже идет падение реальных доходов. И люди, конечно, они пытаются в первую очередь тратить свои деньги на еду, а потом уже на всякие какие-то вещи не первой необходимости. Вот. Вот бизнес я бы, пожалуй, выделил в качестве тех людей, которые, конечно, публично это не говорят, потому что это, в общем-то, опасно, и примеры такие у нас есть. Вот. Но знаю их настроение, они бы хотели, конечно, какой-то нормализации ситуации, они хотели бы реформ. Кстати, у нас повестка дня очень похожа на то, что сейчас в Украине. Вот то, что Светлана говорила, реформа госуправления – это номер один. Я как раз спорю с моими коллегами, они говорят про структурные реформы, но структурные реформы – это последствия. Это создание бизнес-климата. Нам нужна нормальная судебная система. Но не буду повторять то, что Светлана говорила. Это, я говорю, ровно то же самое, что сейчас в Киеве люди пытаются реализовать. Вот. Если говорить про нашу политическую элиту, то ее, я считаю, вообще-то у нас нет. Потому что, ну, есть редкие люди, вот типа Бориса Немцова с оппозиционной партией РПП «Парнас», но их очень мало. Те партии, которые официально как бы участвуют в выборах, проходят в Думу, это, конечно, не политические партии, это машины для голосования, и мы это прекрасно видим. И узнать, что эти люди думают в этой политической элите, о реальной ситуации невозможно. Может быть, они в глубине души считают, что плохо, но на словах, публично, они, конечно, поддерживают все, что происходит. Вот. Ну, конечно, очень сейчас встревожено наше банковское сообщество, потому что вот эти секторальные санкции, связанные с тем, что невозможно кредитоваться за границей, прежде всего в Германии и других европейских странах, они могут привести, к сожалению, к закрытию банкротства очень многих банков. Наша банковская система очень слабая. А это вообще-то кризис, который в социальном плане может быть очень сильным. И к вопросу о 85%. Вы понимаете, я с социологами даже не пытаюсь спорить, потому что 85% рейтинг
Он ровно так же очень быстро сдувается до там совсем минимальных цифр. Нормальный рейтинг популярности в демократической стране 40-50%. Вот это нормальный рейтинг для президента или там, для премьер-министра, потому что есть оппозиция, есть независимые СМИ, которые подвергают сомнению то, что он делает. А 85% это нельзя сопоставлять с рейтингом, не знаю, госпожи Меркель или там господина Обамы. Вот. Поэтому, так сказать, некое недовольство есть, но что, к чему это приведет, трудно сказать. Я просто знаю, что, конечно, Путину люди из его ближайшего экономического окружения, конечно, об этом говорят, но у нас построена система на принятие решения одним человеком. Какие это будут решения, это тайна, большой секрет. Das ist das Wesen eines autoritären Staates. Nun ist die Gelegenheit an Ihnen, durch Fragen, nicht durch Co-Referate, diese Veranstaltung voranzubringen. Gibt es die Mikrofone wieder? Hier vorne der Herr in der dritten Reihe, bitte. Dritte Reihe, 1, 2, 3. My name is Salim Aliyev, Crimea SOS organization. I want to return us to the Crimea term, of course. And I have one question. If you know hundreds of thousands Crimeans who live in Crimea now, they support Ukraine and it's firstly pro-Ukraine activists and Crimean Tatar nation in Crimea. But now we have really strong repressions for this group. And my question is how Europe can support these activists and Crimean Tatar activists and pro-Ukraine activists that have a brave to live in Crimea now. Mhm. Schönen Dank. Wir sammeln ein bisschen. Bitte schön. Oh, ja, bitte, hier vorne, da ist das Mikrofon. Zweite Reihe. Ja, mein Name ist Grosse, ich bin Vorsitzender der Liberalen in Dahlem. Ich habe zwei Fragen. Zum einen würde mich interessieren, welches Geschäftsmodell hat eigentlich die Ukraine? Ich denke mir, wenn ich Geld irgendwo hingebe oder unterstütze, dann muss ja unterm Strich auch etwas herauskommen. Und mich würde interessieren, welche Industriezweige, Schwerpunkte werden in der Ukraine mit den Geldern gefördert? Und zum anderen, das, was Sie erwähnt hatten vorhin, die Kälte, die hier in Deutschland ist, kann ich nur teilweise bestätigen. Meine Frau kommt aus der Ukraine, wir telefonieren fast jeden Tag nach Kiew. Und ich stelle fest, im persönlichen Umfeld, wenn man berichtet, dann bekommt man schon sehr viel positives Feedback. Und aus meiner Sicht ist auch die Medienberichterstattung eine Katastrophe, weil eigentlich immer nur die Kriegsberichterstattung im Vordergrund gestellt wird und eigentlich nicht die Menschen und was alles dahinter ist. Und das war im letzten Jahr war in der ukrainischen Botschaft eine sehr schöne Veranstaltung über mit 5 NGOs. Ja, wollte ich mal kurz anmerken. Danke. Mikrofon darüber. Ich habe das schon registriert, aber es gibt mehrere Leute als Sie. Ja, Wolfgang Templin, Publizist, bis 2013 Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau. Ich habe eine Frage an Frau Zaliszczuk, die an die Fragen von des Moderators anschließt, vor allem an die zweite. Sie sind ja als Abgeordnete mit einer mehrfachen Herausforderung verbunden, gerade in diesen extrem schwierigen Zeiten. Also die parlamentarische Praxis der Gegenüber, Regierung und dann auch noch die Präsidentenadministration. Nun haben sich ja unter den neuen Verhältnissen und den Ergebnissen der Parlamentswahlen auch erstaunliche Entscheidungen ergeben. Zum Beispiel in die Regierung Minister zu holen, die bekamen dann den ukrainischen Pass, hatten zum Teil auch einen Diaspora-Hintergrund, aber kommen nicht aus der Ukraine, sondern bringen ein ganz anderes Background mit sich.
Ich kriege aus den ukrainischen Kanälen und der Diskussion mit, dass diese Entscheidung hoch umstritten ist. Die einen sagen, Gott sei Dank, das brauchen wir, die bringen frischen Wind rein und die haben so viel Erfahrung, es geht wohl um 3 Minister, dass das eine gute Entscheidung ist. Andere sagen, nein, die bringen die Erfahrung nicht mit, die sind sofort mit einem Ring von alten Kräften umgeben, die wählen sich die falschen Berater. Wie sehen Sie, nur als Ausschnitt gefragt, wie sehen Sie diese Entscheidung? Ist das eine Chance im Kontext der ganzen Argumente, die kamen? Wir brauchen mehr Expertise, auf welcher Ebene kann die sein? Und hat sich das in der kurzen Zeit positiv oder negativ ausgewirkt? Schönen Dank. 2 Reihen hinten dran, bitte. Herr Höhne, Universität Kassel, ganz kurz eine Frage. Wie können die ukrainischen Abgeordneten ihre Unabhängigkeit wahren, wenn sie nur 140 Euro bzw. das Äquivalent in Grivne bekommen? Dankeschön. Also zu diesem letzten Punkt muss man ja eins sagen, das waren immer die offiziellen Zahlen. Und trotzdem haben wir einen außerordentlichen Reichtum auf Seiten der Abgeordneten gehabt. Das ist ja nun auch in der Vergangenheit eine der Schlüsselgeheimnisse dieser Formen von politischer Ordnung gewesen. Beginnen wir mit der ersten Frage, Svetlana. Was kann Europa zur Unterstützung der Krim-Tataren machen? To be honest, I thought it's a question rather to Europeans and to Marie-Louise. What Europe can do for Crimean Tatar, really? Also ich müsste jetzt qua Amt sagen, der Europarat, die Parlamentarische Versammlung des Europarates, die Europäische Union. Der Europarat ist eine ziemlich fragile Organisation, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, derzeit ist vor allen Dingen die Möglichkeit, Öffentlichkeit herzustellen, dass einfach nicht vergessen wird, dass Menschen regelrecht entführt worden sind von der Krim, die jetzt in vor russischen Gerichten stehen, mit wegen Hochverrats und möglichen Haftstrafen von 8 bis 12 Jahren. Einer ist ein Regisseur, der alleinerziehender Vater war. Rebecca hilft mir gerade mit dem Namen. Sentsov, genau, und einige andere. Ja, also wir müssen diese Gesichter wach halten in unserer Öffentlichkeit. Wir müssen daran erinnern und über die Krim-Tataren sprechen, übrigens auch darüber, dass sie eine Geschichte der Deportation haben unter Stalin. Wir müssen, wenn sich dann wieder Kanäle eröffnen, diese Wurzel Werke von zivilgesellschaftlicher Unterstützung versuchen zu beleben. Das ist derzeit das, was wir machen können. Svetlana, jetzt aber. Geschäftsmodell. Stellung zu den Ministern aus dem Ausland und wie können eigentlich Abgeordnete unter den Bedingungen ihre Aufgabe wahrnehmen? Well, let's start with the new ministers. In fact, I would like to inform you that all the ministers that have been invited, not Ukrainian ministers, that were invited to the government, they are all very experienced, and that's why they were invited. For example, the minister for health, he used to be the minister of health in Georgia, and he managed to break this corruption system, and that's why he was invited in Ukraine. Secondly, the minister for finance, she's actually an American, but she lived for 20 years already in Ukraine, and she was very successful business lady. That's why she was invited to the government. Moreover, the minister for economy, for example, he's Lithuanian. Once again, for 20 last years, he was living in Ukraine. That's why he knows the system, he knows the institution. And even now, I have to admit that he's one of those few ministries who managed to launch a very dramatic reforms. For example, he decreased by 30% already his staff in the ministry, which is one of the part of this public administration reform that we are talking about. So the example is quite successful, and we can
discuss it, whether it's a good idea or not, but I mean, we have to judge by results. And so far, the results are there. With regards to independence of the of MPs, well, you are absolutely right. I mean, it's for me and many of my colleagues who were at Euromaidan and who were in previous Orange Revolution, for journalists, for people from civil society who decided to go to the parliament. As for the moment, I consider it as a sacrifice, because in Germany, probably it will be difficult to find a person who would voluntarily agree to give up with a job that where he earned, she earned 10 times more, and go to the public administration where you would be criticized for anything you are doing, because we're living in the times where we are criticized for everything, because the level of unsatisfaction and the challenges we face, it's impossible to be satisfied. But we are this mission-driven, we are this dignity-driven, and we made this choice because we believe that we can do something from inside that potentially may bring another generation of youngsters into the parliament, and they finally, well, the economy will be in a mode, in a stage, when it will work, and they will be able to get bigger salaries, so it's going to be sustainable. So it's up to us to create this sustainable system so that allow the next generation of politicians to get this normal money. Now I'm completely dependent on my fiancé, I have to admit. Thank you. And the last question on business model. The business model at the moment is to survive, I have to believe, I have to say. And that's going to be true. I mean, indeed, Marie-Louise mentioned that European Union opened its economy it's one way in direction to Ukrainian business. I mean, within the framework of DCFTA, our free trade agreement, part of European Association. Business now are trying to be reoriented, having lost Russian market, having lost Crimea, as you've correctly mentioned. We're trying to learn new rules, new customs, new systems, and many of the legislation that already have been voted on metrology, on standards, others, are basically, it's a new system for our economy, for our business to learn it and to try to conquer European market. Thank you. Noch zwei Fragen können gehört werden. Der Herr hier vorne in der Mitte. Dazu bräuchten wir allerdings wieder dieses Mikrofon. Kommen Sie doch in der Zeit hier vor und fragen Sie von hier. Ah, es geht. Kommt. Noch eine. Da, der Herr. Guten Abend. Mein Name ist Kerim El-Assadi. Ich stamme aus dem Irak, aber unsere Veranstaltung heute hat europäische Dimension, eben auch internationale Dimension. Ich habe eine Bemerkung und eine Frage. Meine Frage kann Frau Maria Beck oder Frau Svetlana beantworten. Was die Bemerkung angeht, kehren wir zurück zur Geschichte der Völker. Finden wir einfach, dass das russische und ukrainische Volk in verschiedenen Hinsichten ähnlich sind. Sprache, Literatur, Kultur, Tradition, abgesehen davon Stamm- und Eheverwandtschaften. Und meine Frage, warum nehmen diese Menschen der beiden Völker, die lange Geschichte von Zusammensein hinter sich haben, ihr eigenes Schicksal nicht in eigener Hand und versuchen, ihr Problem eigentlich zu lösen, abgesehen von, sage ich jetzt mal und ganz klar, von westlicher Rolle, die westliche Rolle. Und ich liebe eigentlich Demokratie und europäische Literatur und europäische Kultur. Hat sich aber schon lange bewiesen,
seit besonders im Nahen Osten alles eine Art von Politik, Außenpolitik, die Hass schürt zwischen Völkern und Völkern und Völkergruppierung gegeneinander auszuspielen. Schönen Dank, wir haben die Frage verstanden. Ich bin noch nicht zu Ende. Eine Minute bitte. Ausdrücklich darum gebeten, dass wir keine Co-Referate halten. Frau Svetlana, es ist kein Referat. Frau Svetlana, Sie haben gesagt, dass es Menschen in Medan gab, die bereit sind, wegen europäischer Werte und Ideen zu sterben. Und ich denke, Sie meinen Demokratie und Menschenrechte. Was ist im eigenen Haus diese europäischen Werte noch geblieben, wo eigentlich überhaupt keine Demokratie gibt und wo ein großes Waffenlieferant in anderen Völkern und anderen Ländern gibt? Schönen Dank, wir haben verstanden, was Sie sagen wollten. Dann ist es besser, weil ich habe gedacht, Sie verstehen langsam. Ja. Geben Sie bitte dem allerletzten Redner noch, nein, die Zeit ist leider vorbei. Wir haben nur bis 8:30, bitte schön. Nikolai Klemenyuk, ich bin freier Journalist und ich habe zwei Fragen an Svetlana Salishchuk. Die eine Frage ist, also ich komme selbst von der Krim und im Namen der Krim möchte ich mitteilen, dass die Bevölkerung dort sich eigentlich von den Politikern in Kiew missachtet, also nicht beachtet, nicht repräsentiert fühlt. Also es fehlt den Leuten eine Vision. Was wird denn überhaupt in den politischen Kreisen in Kiew über die Krim geredet? Und die zweite Frage, Sie haben eigentlich dem Kollegen nicht geantwortet, womit bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt? Dankeschön. I told it. Politically, I'm independent, but financially, I completely dependent on my fiancé. So that's first. Secondly, with regards to, I would answer first Karib question. He asked about the values. I'll tell you. Well, you asked whether we have to take our destiny in our hands, but this is exactly what we did during Euromaidan, you know, and. You know, myself, I have Russian blood. My grandmother is from Smolensk. Russian language is a native language for me. I speak both Ukrainian and Russian. My mother used to be a teacher of Russian language. But at the same time, I identify myself as Ukraine. And I made this choice, which is just democracy, which is a European development. And I'll tell you very easily, while you are arrested, for example, believe me, you'd prefer to be not in the Russian or Ukrainian prison, but into European prison. And this is a simply answer of why we chose European democracy. Just to add up to this question between the Russians and Ukrainians, I would say, we all know that there are many links, and in fact, all the research from Ukrainian side on before the war indicated that Ukrainians want to have good relations with Russia. That's for sure. But I wanted to mention just one thing. If you look at the trajectory, how Ukraine developed after the disintegration of Soviet Union, after and how Russia developed, you will see completely two different stories. Ukraine gave up its nuclear weapons. It had 25 years of difficult political developments, but remarkably, without domestic violence, without resorting to domestic violence, there was a peaceful revolution, Orange Revolution in 2004, and then repeated in 2014. It didn't have a history of ethnic violence. This was created by the Russians. And it's a completely different story than how Russia developed with internal wars, ethnic conflict, which was part of the as a method of governance. So
Yes, Russia and Ukraine have similarities in their cultures, but in terms of their political cultures, what happened during the last 25 years is a completely different trajectory, and I think we shouldn't forget about it when we talk about Russia and Ukraine today and where they are. Ich wünsche mir, dass wir, je mehr wir uns mit der Ukraine befassen und je mehr Gesichter wir sehen, Svetlana, verstehen, dass es Europäer sind und dass sie nicht weit von uns entfernt sind. Das ist jenseits der großen Politik, was jeder Einzelne von uns auch in seinem Umfeld mit tun kann. Auf unserer letzten Reise, Ralf und ich waren zusammen vor 2 Wochen in der Ostukraine und haben als letzte Station dort ein kleines Städtchen besucht, Belowodsk, 24.000 Einwohner und 20.000 Flüchtlinge. Das muss man sich mal vorstellen, was da zu bewältigen ist. Und wir waren in einem Klinikum, Klinikum ist hochgegriffen, einem kleinen Krankenhaus, in dem die Ärzte 70 Euro verdienen, aber alle geblieben sind. Außerdem 2 Ärzte aus Kiew freiwillig dazugekommen sind. Sie schlafen nachts im Röntgensaal, weil das Röntgengerät sowieso nicht geht. Und die Zahl der Geburten hat sich verdreifacht, weil die Frauen aus Luhansk und Donetsk sich bemühen, in diesem Krankenhaus zu entbinden. Und wir waren gerade in Erwartung unseres nächsten Enkelkindchens. Und ich habe mir Gynäkologieraum angesucht und es ist mir kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich möchte keiner Frau wünschen, unter so schwierigen, schlechten Bedingungen ein Kind zur Welt bringen zu müssen. So, als wir nach Hause kamen, wurde dann in einem Bremer Geburtshaus 2 Stunden später, so wie sich das gehört, unter allen wunderbaren Bedingungen unser nächstes Enkelkind geboren. Ich möchte gerne, dass Sie diesen Zettel mitnehmen, der auf Ihrem Stuhl liegt, und nach Hause an den Rechner gehen und auf Better.org tippen und 1 Euro, 2 Euro 50 oder 3 Euro oder auch 5 durch einen Mausklick spenden, denn wir möchten gerne in dieser Klinik ein Geburtszimmer einrichten. Das können Sie ganz leicht tun. Es gibt sogar eine Spendenbescheinigung. Better.org ist sozusagen, es sind die Amerikaner, die uns das vormachen, wie man mit kleinen Beträgen Gutes bewirken kann. Es wird nicht die Welt verändern, es wird auch nicht Putin aufhalten, aber es wird wackeren Leuten, die dort gegen die ständigen Tsunami anarbeiten, zeigen, dass es Menschen hier gibt, die sich drum kümmern und die dran denken. Und das ist mein Wunsch von heute Abend. Nehmen Sie bitte dieses Blatt mit. Jewgeni, möchten Sie auch Geburtshelfer für irgendetwas sein? Ну, вы знаете, я тоже бываю в родильных отделениях в России. И то, что Мария-Луиза сказала, к сожалению, это правда в значительной части места в России тоже. Вот. Но сейчас все-таки ситуация в России, да, с точки зрения ее развития, ну, она напоминает какую-то раннюю стадию какого-то эмбриона. Мы еще пока не понимаем, какой это пол. Это будет мальчик с оружием, или это будет девочка, которая мирная, очевидно, которая будет нести мир всем России, Украине, всем соседям. Ну, мы стараемся. Мы стараемся, чтобы все-таки исход был в пользу мира. Meine Damen und Herren, als im November 2013 der Maidan begann, war es für etliche Leute in der Europäischen Union eine Irritation, wenn nicht sogar eine Zumutung, dass es die Ukrainer waren, die die Europäer daran erinnert haben, wofür dieses Europa eigentlich steht. Es ist nämlich eine Lebensform. Eine Lebensform, in der Artikel 1 Grundgesetz die Würde des Menschen unantastbar ist.
in der so banale Dinge bei einigen von uns aus dem Blickfeld geraten sind, dass die Errungenschaften von Gewaltenteilung in der Tat so etwas wie die Akkumulation von unkontrollierter Macht verhindert. Und in dieser Hinsicht hat Europa in diesen anderthalb Jahren seine Lektion gelernt. Als es nämlich feststellte, es geht nicht um eine neue Konfrontation zwischen Russland und dem Westen, sondern es geht um die Frage, halten wir etwas von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit, und das gibt sehr viele Russen, die das auch tun, oder diffamieren wir sie, weil das gut ist für autoritäre Errungenschaften. Und wir haben in diesen anderthalb Jahren kennengelernt, dass diese autoritären Errungenschaften außerordentlich stark sind. Wir haben in Deutschland in diesen anderthalb Jahren wieder das Phänomen der Querfront. Freunde von der Rechten, von der AfD und der Linken, diese Querfront, die wir seit Jahrzehnten überwunden wähnten. Wir haben Menschen wie Herrn Orbán, der stolz darauf ist, sagen zu können, er möchte keine liberalen Werte im Sinne von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Würde des Menschen und so weiter. Wir haben von links die eigentümliche Syriza-Putin-Koalition, wo wir plötzlich feststellen, die neue Koalitionsbildung hat eigentlich nichts mehr mit politischen Lagern zu tun, sondern mit der Frage, diffamiere ich die Errungenschaften der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit oder stehe ich dazu? In dieser Hinsicht ist der Maidan ein Testfall für Europa. Und ich glaube, dass dieser Testfall, wenn wir sehen, dass russische Gelder an Marie Le Pen gehen, nicht, so wie Timothy Snyder heute Mittag gesagt hat, morgen vorbei sind, sondern wir werden diesen Testfall Europa nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union zu bestehen haben. Und ich glaube, eine Sache, an die uns die Ukrainer zum Teil auch daran erinnert haben, ist, es gibt ganz einfache Wahrheiten. Und mit diesen Wahrheiten haben wir, die wir in der Postmoderne und in relativistischen Traditionen aufgewachsen sind, in der Dekonstruktion von Denken, echte Probleme. Aber es gibt einfache Wahrheiten. 2004 lautete sie, Präsidentschaftskandidaten haben nicht vergiftet zu werden. Und jetzt heißt die einfache Wahrheit, die territoriale Integrität der Ukraine ist durch die Annexion der Krim zerstört worden und damit sind die Grundlagen der europäischen Friedensordnung, seit sie in der Charta von Helsinki festgelegt wurden, unterminiert. Und es gibt einen Krieg, in dem wir Aggressor und Opfer benennen können. Äquidistanz, die wir in Deutschland so oft hören, ist nichts anderes als der Versuch, sich aus der eigenen Verantwortung herauszustehlen. Es gibt Täter und Opfer. Und ich glaube, das ist die Funktion derartiger Konferenzen, dass sie die analytische Kraft stärken. Und in diesem Sinn herzlichen Dank der Böll-Stiftung und herzlichen Dank all Ihnen, die Sie hier gekommen sind. Und herzlichen Dank Ihnen.